Der Zellulite-Gürtel. Michelle? Bist du noch da? Nein. Lässt du mich mitessen? Mathematiker ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Das Showgeschäft würde mich reizen. Hast du gestern den klavierspielenden Hamster im Fernsehen gesehen? Ein wahrer Virtu... Oh, in der Marmelade ist ein USB-Stick. Eine Art Flaschenpost. Sag mal, das könnte doch ein Hilferuf sein. Von jemandem, der in einer Obstpresse festsitzt. Eine Nachricht. Aber sie ist verschlüsselt. Na, das wird doch rauszukriegen sein. Mama! Ja, gern. Kannst du auch ein paar Chips mitbringen? Der Pneumus hat! Der saugt und brummt über 3 Oktaven! Bisschen Popcorn? Und das ist unser Artikel 10, unseren Colorama. Diese Pfanne schillert je nach Temperatur. Zuerst in Blau, dann in Rot, in Schwarz und schließlich ganz in Weiß. Oh, die will ich haben. Oh, mein Soufflé. Hier, mach du das. Tu, was sie sagt. Geben Sie die Nummer des gewünschten Artikels ein. Und jetzt unser Artikel 11. Der Zellofix macht Schluss mit dicken Haxen. Hochmoderne Weltraumtechnologie versöhnt mit dem feinsten estnischen Design. Das Ergebnis? Der Zellofix. Bitte anschnallen. Und Ihre Zellulite war gestern. Zellofix sei Dank. Ihre Wahl? Der Zellofix. Oh. Ja? Ach, Fréjus hat an unseren Hochzeitstag gedacht. Nein, nein, ich beherrsch mich. Aber wenn es nun was Tolles ist, so was richtig Oberschickes. Zellulite. Also, das habe ich mir gleich gedacht. Es ist ein Inserat von Außerirdischen. Sie sind auf der Suche nach Sklaven, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Michelle, die meinen uns. Die Pforte der Dimensionen winkt uns zu. Sklaven für Außerirdische. Wir werden Weltraumgeschichte schreiben. Und wieder hat unsere Weltraumpolizei mächtig Sternenstaub aufgewirbelt. Die fliegen in den Abspann. Pass auf, dass dir das nicht auch passiert da draußen. Ich kenne mich da aus. Köstlich. Michelle? Michelle? Ist da jemand? Hallo? Hier, Ronique. Sie wird bist du's. Ronique!
schön, dass du anrufst, Ronique. Du, Fréjus, hat mir ein Zellulite-Gürtel geschenkt. Nein, wie putzig. An deiner Stelle würde ich ihn benutzen. Kartoffelgratin mit Innereien in Mayonnaise. Dufte. Wo bleibt denn Ronique? Ich bin auf Diät. Diät? Seit wann? Männer schätzen es, wenn sich eine Frau schön straff hält. Welche Männer? Na, deine ganzen Nebenbuhler. Her mit dem Gratin. Ach ja, hier, Opa. Nein. Nein, das kann nicht sein. Das war bestimmt eine Metapher. Eine Ausrede, weil es ihr nicht schmeckt. Glotzt nicht so gierig, ich geb euch nichts ab. Ronique, wir haben dich beim Essen vermisst. Falls dir mein Essen nicht mehr schmeckt, würdest du es mir doch sagen. Du kochst ganz fabelhaft. Obwohl, naja, es ist schon manchmal etwas mächtig. Zu fett. Zu fett? Liebe Usurpatoren, wir erflehen eure tiefe Erniedrigung. Wir erwarten euch im Garten hinter dem Haus morgen um 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Das war's. Unsere irdischen Tage sind gezählt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch packen und unseren Eltern Lebewohl sagen. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist makrobiotisch. Dein Körper wird sich bedanken. Diese Tofu-Möhren sind ein Gedicht. Das freut mich. Die sind quasi fettfrei. Einen solchen Fraß hat man mir nicht mal in der Gefangenschaft vorgesetzt. Mal ehrlich. Du willst wirklich darauf? Nein. Hast ja recht. Besser gekocht wird dort allemal. Ein toller Tag zum Abheben. Hoffentlich hat Michelle an ein schönes Geschenk gedacht. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Nein, keine Beilage. Keine Kartoffeln. Da, Tofu. Nein. Oh, Tränenkast. Eine Pfanne ohne Boden. Nein! 15 Gramm schwerer. Das war's, meine Ehe ist im Eimer. Leb wohl, Fréjus. Ja, aber natürlich... Ronique, was machst du denn da? Rumschleichen. Und du, kochst du was Schönes?
Ja, oder sagen wir, ich sehe meinem Multifunktionsmixer dabei zu. Ach so, der doofe Zellulite-Gürtel. Ja, komischer Name für einen Mixer. Ich hab's wörtlich genommen. Und dieses fettige Buffet schmeiß ich sofort weg, keine Angst. Nein, bloß nicht, jetzt wird gefeiert. Im Weltraum gehen die Uhren anders, scheint mir. Heimweh? Michelle, reichst du mir die Mayonnaise? Ein USB-Stick. Meine Untersuchungsergebnisse. Wo haben sie nur gesteckt?